Okay, Klassiker. Ich habe mein Aufnahmeprogramm angemacht und nicht gemerkt, dass ich nicht Aufnahme gedrückt habe. Also, kurzer Recap. Wir sind jetzt ganz woanders. es gibt, glaube ich, auch keine Möglichkeit, das zu laden. So wie ich das hier sehe. Deswegen... Ich habe ein Level aufgemacht. Ich habe auch nochmal Punkte gefunden und bekommen von Relikten und aus einer Truhe und... das war's. Wir sind inzwischen im Dämonenreich. Das sieht hier so aus. Ist nicht besonders groß. Hier ist der Baum des Lebens oder des Todes hier. Da sind wir bis hier jetzt und wir müssen den Dämonenschlüssel holen, um noch ein Tor aufzumachen. Vielleicht ist es ja der Engelschlüssel und der Dämonenschlüssel, dass wir da zum Quell der Seelen kommen. Wir haben unsere leere Läuferfähigkeit so weit erweitert gekriegt, dass wir damit jetzt auch durch die Zeit reisen können. Das heißt, wir können hier in die Vergangenheit reisen mit diesen Portalen. Ich habe zwischendurch auch schon die komplette Krähenrüstung gefunden. Da musste man wieder in so einem Bereich alle Truhen kaputt oder alle Krüge kaputt machen. Da gab es die Rüstung. Leider für Level 22. Heißt, ich kann ihn noch nicht benutzen. Fehlt noch ein bisschen was. Ich habe auch die Krähensense gefunden. Auch für 22. Sündesentzug, Zornentzug. Soll die Rüstung auch machen, steht aber nicht dran. Wir haben hier noch mehr von diesen Sachen gefunden. Und wir haben einen Gnom gefunden. Wir haben jetzt alle Gnome. Das heißt, wir müssen auch zum Schlangenfolianten zurück. Stand da. Und dann kriegen wir irgendwas. Wir haben jetzt gerade das Problem, dass wir gegen den Oberboss hier kämpfen. Dämonen. Ich weiß nicht, ob das ein Dämonenfürst ist. Der Samael. Und der haut ganz schön. Das ist jetzt gerade mein fünfter Versuch. Da ist gemerkt, dass ich ihn aufgenommen habe. Ich glaube, so viel krasse Sachen sind nicht passiert, außer dass die Gegner hier ein bisschen verrückt waren manchmal. Ich glaube, das war's. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht zurück muss, um Tränke zu kaufen und den Gnome erstmal zu gucken, ob es da vielleicht was Krasses gibt. So, so. Der feurige Rat schickt also nur einen einzigen Reiter, selbst in die Vergangenheit. Nein. Dieser Besuch ist nicht genehmigt. Es weiß niemand, dass du hier bist. Nein, niemand. Gib mir den Schlüssel. Er kann unser Geheimnis bleiben. Aus einer perfekten Gussform. Absalom war schon immer stärker als der Rest von uns. Also wir haben auch erfahren, dass Absalom der erste von diesen Nephilim war und die anderen aus dem gemacht wurden. Ja, du hast viele Hindernisse überwunden, um hier vor mir zu stehen. Aber manchmal stirbt der Held am Ende doch. Frag deinen Bruder. Gibst du den Schlüssel her? Oder muss ich ihn mir nehmen? Reiter, du kennst die Antwort bereits. Also wir haben inzwischen auch 6 Seiten aus dem Buch. Das heißt, da sind wir auch schon ein bisschen weiter. So, ich mach mal hier das an. So, das hat jetzt leider nicht so viel gebracht, aber trotzdem. Zack. Ich meine, vielleicht kriegen wir es ja auch hin. Ohne besonders viel Schaden zu kriegen, dass wir noch 3 Tränke haben. Jetzt habe ich leider den ganzen Zorn verbraucht, aber das... ist vielleicht okay. Denn seine Skills sind auch viel zu verrückt. Gerade in der zweiten Phase, die danach noch kommt. Okay, ich habe vorher nicht gewechselt zur Pistole. Nee, ist aber alles noch gut. Glaube ich. Er sieht noch gut aus.
Er macht immer noch. Hä? Okay, jetzt haben wir da war. Ja. So, da hat er mich beim ersten Mal auch geprankt, aber jetzt dann weiß man ja Bescheid. Man muss auf jeden Fall ausweichen. Ja, jetzt schon mal anfangen, drücken. Zack. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, weil das eigentlich fast genau gleich aussah. Ich glaube, der hat auch so kaum Schaden gemacht dabei. Aber davor hat er mich, als er mich getroffen hat, hat er mich beleidigt. Das hat er jetzt verpasst. Hier weiß ich leider nicht so richtig, wie ich gegen den vorgehen soll, weil der so viel Schaden einfach macht. Okay, ja. Ich nehme mal noch einen Trank. Ah, ich habe gerade versucht, das zu ihm zu lenken. Ich weiß nicht, ob das geklappt hätte. Okay, mehr Zorn. Ich nehme Zorntrank. Ich mach das mal an. So. Ist meine Rüstung nicht auch krasser denn? So, hier volle Radelle. Ich nehme mal noch einen Heiltrank. Das war wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Das war falsch. Oh Mist, das war ja richtig falsch. Was ist los mit diesem Kampf? Okay, ich gebe es auf an der Stelle. Ich werde jetzt erstmal die Gnome holen, dann kaufe ich mir noch Tränke und dann gehen wir auch nochmal ins Seelenlabyrinth, weil da müssen wir jetzt eigentlich weiterkommen. So, hier ist Ostegurt, da können wir einmal das... Ich glaube, wir haben nur einen Relikt von dem. Alles neue Waren aus nahen und fernen Ländern. Das habe ich seit... Okay, und ich kaufe die Tränke von ihm. Der Weg, der vor dir liegt, wird... So ist das. So, das war gut. Den hat er hier. Müssen wir vielleicht auch nochmal gucken, ob wir... nochmal zum Steinmann gehen. Haben wir jetzt doch wieder Steine? Ist ja nicht, was ich dafür denn nehme. Wenn ich mir die Kombination nicht gemerkt habe. Aber jetzt sollen wir ja mit den Gnomen hier irgendwas machen beim Schlangenvariant. Vielleicht kriegen wir da irgendwas Tolles. Von Gnomad. Sind sie? Hallo Reiter, ich bin Gnomad. Kannst du mir einen Moment Gehör schenken? Das Verderben lauert in jeder Spalte und es scheint sogar hinter mir her zu sein. Bitte hilf mir, das Zeug zu beseitigen. Ich stehe dann in deiner Schuld. Sonst möchte ich nichts von dir. Jetzt geh und verteidige deinen Bruder Krieg. Gnomad. Gnomade. Gnomad-Sense. Da ist ein Gnom dran. Diese Waffe wurde für einen üblen Räuber geschmiedet, der sich auf Glück als auf seine eigenen Fähigkeiten im Umgang mit Waffen verließ. Als jede der Klingen, an jede der Klingen ist die Essenz des Gaunergeistes gebunden. Sie versprühen im Kampf erratische, unberechenbare Kräfte. Jeder Schlag besteht die Chance, einen zufälligen Elementareffekt in den Gegner zu kanalisieren oder ihn einfach mit einer Druckwelle aus böser Gewalt zurückzustoßen. EP, okay, das war jetzt nicht so viel. Kann ich die benutzen? Die ist für Level 21. Bist du irre? Schaden ist jetzt nicht so hoch. Ist sie besessen? Nee. 166, die macht viel weniger Schaden. So, also das müsste jetzt theoretisch der letzte sein hier in dem Level. Ich muss jetzt noch einmal nach O gehen und dann sollten wir es eigentlich haben. Und das wäre jetzt getan. Ich musste wieder ein paar... Tränke benutzen. An sich war das eigentlich das gleiche wie eben, weil das ist ja die gleiche Ebene gewesen. Und jetzt sollten wir eigentlich nach Ebene 8 kommen. Das
Zumindest das sollte jetzt das Treppenhaus kommen. Und da sind wir. Wunderbar. So, denn... Haben wir das jetzt anscheinend geschafft? Aber das müsste ja auch im Buch auftauchen. Weiß nicht, was passiert, wenn man nur das Geheimnis macht. Aber man muss ja raus, ne? Man muss ja nach dem Geheimnis raus, um dann wieder reinzugehen. So, aber jetzt haben wir... Vielleicht hatte ich das auch komplett hier gelassen, weil es mir zu schwer erschien. Oh, da oben? Ne, da war ich hier noch gar nicht, ne? Das wäre mir doch aufgefallen. Zack. Stein der Mystiker. Wunderbar. So. Weiter. Weiß ja nicht, ob wir das schaffen können. Yo! Und da sind noch ganz viele kleine dabei. Alles klar. Da, weg, 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 weg. Er macht nicht. Okay, warte mal. Ich hoffe mal... Okay, der macht so einen blöden Angriff. Ich hoffe mal, das ist wieder so ein Fall, wo... die erste Kammer wesentlich schwerer ist als das... als der Rest. Mist, ich müsste die Sensen mehr benutzen. Ich nehme hier doch mal einen Trank. Was? So, sind jetzt auch noch da? Lass mich... Ist ja wohl ein Prank. Ah, der macht's nur nach hinten, ne? Der Depp. Ja, keine Ahnung, wo ich bin. Okay, ne, jetzt hätte ich nichts mehr. So, warte mal. Ja, wunderbar. Ich würde das so einen Raum nehmen mit wieder nur Geistern, ne? Das finde ich auch okay. Tormentor, aber... Ja, hat geklappt. Meine Herren, also... Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ich würde eigentlich erst das Geheimnis machen, weil steht jetzt hier eigentlich, welche Ebene das ist? Nee, ne? Nee. Ich hoffe... Ja, es ist natürlich genau so einer, ey. Nee! Das ist doch nicht dir ernst. Wie soll das denn gehen? Ey, ich nehme mal... Die Zorntränke klappen ja nicht im Labyrinth, ne? Ist das so? Nee, 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 weg von diesem Großen. Zack, da ist die Ernte. Da hat der Zorn nicht gereicht, aber können wir den noch kaputt? Ja! Der zweite ist auch schon weg. Hä? Wo ist der dran gestorben, bitte? Okay, macht nix. Nehme ich auch so. Nee, hat der keinen Sinn. Zack, okay, ja, aber... Naja, da kann er gar nichts machen. Ja, warte. Da muss ich dran denken, dass ich... Okay, haben wir noch ein bisschen HP gekriegt. Ich glaube, die Reaper-Gestalt ist auch noch nicht wieder da. Oder vielleicht auch doch. Mal gucken. Doch, ist sie, ist sie, ist sie. Jawohl. Was, ist es nur der? Manu, komm doch mal her, ey. So, zack, nochmal hier. Unaufhaltsam an. Zack.
Naja, da stößt mich trotzdem rum. Ich habe mich gerade gefragt, wieso gedacht, das wäre ja richtig schlimm, wenn da zwei von denen ankommen würden. Und dann passiert das auch noch. Aber... ich meine, der zweite hat jetzt auch schlechte Chancen, ne? Der ist zu... ich komme an dem nicht vorbei, ne? Weil er zu fett ist. Er ist auch leider so groß, dass man gar nicht sehen kann, wie viel er noch hat. Okay, aber viel ist nicht mehr. Jawohl, das war's. Leider auch wieder die Reaper-Gestalt gebraucht, aber das war mir nix. So. Oh, hatten wir schon, jetzt kommt noch das N. Und es wäre eigentlich jetzt so passend gewesen, als Abschluss für so eine... jetzt kurz vorm Geheimnis, dass zwei davon kommen. Weil ich so weit nach unten bin. Ich höre nicht die Teile, doch, ich habe sie gehört. Nee, ist woanders. Cool. Und jetzt ist hier die so richtig krasses Zeug drin. Habe ich gerade Schultern gekriegt in grün? Glaub, für den Bosskampf wären Widerstandssachen gar nicht so schlecht, ne? Ich weiß gar nicht, wie die Krähen-Sachen so... haben die Widerstand? Nee, ne? Da muss ich gleich nochmal gucken. Weil das wäre ja richtig schlecht. Wenn die... was soll das? Wenn die gar keine... also die Verteidigung ist nicht so dolle? Nee, Widerstand ist gar nichts dabei. Verteidigung ist... richtig schlecht? Warum ist denn die so schlecht? Zielt es darauf ab, dass... ach Mann, das ist ja blöde. Das bringt mir denn gar nichts. Weil ich mache viel mehr Schaden. Oder zieht er so viel Energie, viel Leben ab, dass, wenn ich getroffen werde, das sofort wieder heile. Ah, wenn ich jetzt mich zurück teleportiere, dann komme ich bestimmt... wieder hier raus. Ja, genau. Ja, geil, ey. Okay, der Geist weg, 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 weg. Ja, war kaputt. Ist noch einer? Oh, da wollte gerade was machen. Ah! Hab ich auch noch nie gesehen. Okay, aber krass. Was für ein Finale. Oh. Oh, ich hoffe, das hat jetzt... das war das Richtige. Keine Ahnung, taucht es denn aber... nee, das davor hatte ich ja nicht gemacht, ne? Deswegen war das nicht in dem Buch. Ja, es lädt lang genug. Da ist das Treppenhaus. Jawohl. Okay, das war jetzt Ebene 8, ne? Jetzt kommt noch 9 danach und bei 10, keine Ahnung, vielleicht gehe ich bei 10 nur rein und dann ist das schon der Seelenlenker. Was auch immer das ist, und das ist dann so ein übertriebener Boss, den ich nicht schaffen kann. Aber vielleicht aber schon. Da kriegen wir vielleicht eine Erfahrung, ne, wenn wir den Seelenlenker kaputt machen. Und bei dem komischen Türsteher dann Bescheid sagen, dass wir das getan haben. So, Teleport tiefer ins Labyrinth. Benediktion. Nein, warum so einer? Warte, warte mal. Die sind Level 20. Okay, ja. Ja. Jawohl. Der kassiert ja jetzt richtig. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ja.
hinrichten, zack. Okay, ja, ich dachte, das war's schon. Natürlich nicht. Das ist auch schon Level 20, ne? Ja. Hätte ich wahrscheinlich länger warten müssen. Wie oft macht denn der das? So, einen behalten wir. Naja, das wäre wahrscheinlich richtig gewesen. Okay, keine Ahnung, was das gerade für ein Move war von dem. Das ist nichts. Ich muss alleine gehen. Ja. Das reicht jetzt aber, ne, für den, ja. Echtes? Jawohl. Ich versuche es einfach weiter. Ich guck mal, wie ich hier laufen muss. S-W-O-O-N. Okay, S-W-O-O-N. Ist auch nicht unbedingt mehr. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt bis zum Ende einfach so durchziehen kann. S-W-O-O-N. Ah, das geht jetzt schon los, ne? Die ganzen Kleinen, was ist denn das? Das... nee. Okay. So, der eine sollte es doch aber kaputt sein. Na, ja, hier sind noch mehr kleine. So, zack, nochmal hier. Nochmal ein bisschen aufladen. Okay, vorbei. Was? Ich guck das jetzt nochmal nach, weil das... ich weiß es nicht. Schnitt. Oh, ist richtig angenehm, wenn man es rausschneiden kann. W-O-O-N. So. W-O-O-N. Das ist mir doch richtig gemerkt. Aber wenn es jetzt so heftig bleibt, ne, das scheuert ja nicht. Ich muss alleine. So, ich mach das mal hier nochmal an. So. Naja, da mach ich mal woanders hier hin. Zack. Kann ich noch nicht. So, ich renn mal noch weg. Mehr Zorn, mehr Zorn. Okay, okay. Jetzt kommt da noch ein zweiter an, ey. Ja, oh, warte mal. Oh, jetzt können wir beide treffen, ne? Aber einer war doch schon so gut wie tot. Ist dann noch mal ein zweiter? Ich muss allein.
Ist da noch mal ein Dritter jetzt gekommen? Was soll denn das? So, weg mit dir. Jetzt nicht von dem anderen... Ja, ich wollte es eigentlich vermeiden, von dem gehauen zu werden. Ah, ich hab den... Ah, der war so knapp. So, das war's für heute mit Darksiders. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.